Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verklickt und Zugenäht. Heute wird es um das Thema Klimawandel und Digitalisierung gehen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen genauer, in welchem thematischen Spannungsfeld wir uns da bewegen. Und ich habe mir heute als Gast für diese Podcast-Folge Dr. Edwin Haas eingeladen, seines Zeichens Klimaforscher. Und ja, vielleicht kannst du dich erstmal selbst vorstellen. Herzlich willkommen, Edwin, und erzählen, was du eigentlich genau beruflich machst. Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Edwin Haas. Ich bin Klimaforscher beim Karlsruher Institut für Technologie. Der Name ist sagt schon was. Wir sitzen aber nicht in Karlsruhe, sondern in Garmisch-Partenkirchen. Also wir sind ein Institut des großen KIT und man kennt dieses Institut eigentlich deswegen in Deutschland so gut, weil wir eine große Messstation auf dem Gipfel der Zugspitze betreuen. Am Standort Garmisch-Partenkirchen beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel und die Auswirkungen auf Ökosysteme. Und die Ökosysteme sind großen Teil des ganzen Klimasystems, weil sie sich da drin befinden und eine wesentliche Rolle spielen. Also Treibhausgase werden aus den Ökosystemen in die Atmosphäre abgegeben, aber auch wieder aufgenommen. Und diese Wechselwirkung, das ist das Thema, mit dem wir uns eigentlich forschungsthematisch beschäftigen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, die das Temperaturregime auf der Erde bestimmen und wir im Grunde noch relativ wenig wissen über die großen Stoffflüsse, also über die Größenordnungen. Das liegt natürlich daran, dass wir hier in Europa ein sehr großes Messnetz haben und das im Grunde beobachten können, aber einen großen Teil dieser Treibhausgasflüsse jetzt aus den Tropen kommen zum Beispiel oder aus den Gebieten weit im Norden in der Tundra. Und dort hat es in den letzten Jahren einfach ganz wenig Messkampagnen gegeben und man weiß da noch relativ wenig über das Budget und vor allem über die Auswirkungen, was passiert denn, wenn die Temperaturen sich stark ändern und es dann zu sogenannten Rückkopplungen kommt. Also zu dem Punkt, ab dem das System sich ganz extrem verändern wird. Man spricht da von so einem genannten Kipppunkt und das ist Thema unserer Forschung. Wie lange betreibst du oder ihr denn diese Forschung eigentlich schon? Klingt jetzt so, als ob ihr das nicht erst seit gestern macht. Also den Standort, den gibt es schon seit den 60er Jahren. Dort wurden zuerst mal Radioisotope gemessen hier in Garmisch-Partenkirchen. Also das war die Zeit, in dem zwei Großmächte Atombombentests gemacht haben und dort wurde natürlich viel Radioaktivität in die Atmosphäre gegeben und so ist das Institut hier an dem Standort entstanden. Aber der Klimawandel ist seit den 70er Jahren im Grunde in der Wissenschaft diskutiert und seit den 80ern wird das sehr stark fokussiert und auch, ich sag mal so, in der breiten Öffentlichkeit diskutiert in den 90er Jahren bereits. Viele Menschen, die schauen jetzt zurück, was sind denn die Themen gewesen, die mich beschäftigt haben in den 80er und 90er Jahren? Das war ganz sicher nicht der Klimawandel. Allerdings in der Wissenschaft war der da schon sehr stark diskutiert. Und seit wann bist du Klimaforscher? Und wie wird man überhaupt Klimaforscher? Also für mich war natürlich nach dem Studium, als ich Mathematik studiert, war klar, dass ich irgendwie in diesen Umweltbereich gehen wollte. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen umgeschaut und also Themen gesucht. Und das war Anfang 2000 und da war die Luftchemie innerstädtisch, so wie wir sie jetzt über diesen Dieselskandal im Augenblick wieder stark diskutieren, ein großes Thema, auch in der Forschung. Und ich habe dann dort eine Doktorandenstelle angeboten bekommen hier in diesem Bereich und so bin ich da eigentlich reingeraten. Also bist du seit ziemlich genau 20 Jahren in der Klimaforschung tätig, wenn ich das jetzt mal kurz nachgerechnet habe als Nicht-Mathematiker. Dann mal ganz kurz wieder zurück in die aktuelle Gegenwart. Wir hatten ja unlängst Europawahlen und ja, was soll ich sagen, das Thema Klimawandel, haben ja dann viele hinterher gesagt, war eigentlich das entscheidende oder bestimmende Thema der Europawahlen, was bis ungefähr anderthalb Wochen vor der Europawahl sich eigentlich gar nicht so stark abgezeichnet hat. Also ihr habt euch das vielleicht gewünscht, aber in der Realität war es gar nicht so. Dann kam aber so ein YouTuber daher namens Wieso und hat so ein Video veröffentlicht, wo es unter anderem sehr um den Klimawandel ging und zack war das Thema zum Verdruss der etablierten Parteien doch recht stark auf der Agenda und hat, glaube ich, sehr viele junge Wähler oder zumindest auch junge Leute mobilisiert. Was hast du dazu gesagt? Also hat dich das überrascht, was da passiert ist? Also mich hat es nicht überrascht, aber ich denke, Riso war nur das letzte Tüpfelchen auf dem i drauf. Ich denke mal, diese Fridays for Future Bewegung, der habe ich von Anfang an ein sehr großes Potenzial gegeben und das hat sich gezeigt. Die Mobilmachung in der jungen Bevölkerung, die hat schon viel früher stattgefunden und das war eindeutig die Greta Thunberg mit der Fridays for Future Bewegung. Die wurde politisch belächelt, weil ich glaube, die etablierten Parteien, die haben gedacht, das sind ein paar Jugendliche, die sich jetzt mal stark machen wollen für ein gewisses Thema. Aber also ich glaube, die Politik hat der Jugend das Durchhaltevermögen nicht zugetraut, das da dahinter steckt. Und das Momentum wurde aufrechterhalten. Also es war nicht eine Kundgebung, sondern es sind immer neue entstanden. Und die Jugend konnte sich identifizieren. Und das war natürlich das politische Umfeld. Die Politik hat sich von der Jugend entfremdet oder distanziert und keines dieser politischen Themen war für die Jugend noch interessant. Und das war einer der Gründe, glaube ich, warum die Jugend sich so stark hier engagiert hat. Dieses
Thema mit Klima, das war natürlich, es hat sich abgezeichnet, letztes Jahr bei der Volksabstimmung in Bayern, Rettet die Bienen. Das hat alle gesellschaftlichen Schichten, der die Unterstützung hat, die Gesellschaft komplett durchdrungen. Und selbst Anhänger der konservativen CSU haben hier gegen ihren eigenen Parteiwillen gestimmt. Und es hat sich einfach gezeigt, dass aus der Bevölkerung raus ganz andere Themen für wichtig ersonnen werden, als das, was die Politik quasi von der Ideologie vorgibt. Und bei Friday for Future, glaube ich, stehen wir erst am Anfang. Es gibt da noch andere Bewegungen wie diese Extinction Rebellion, die eigentlich wesentlich radikalere Ansätze fahren als Fridays for Future. Bei Fridays for Future haben wir bisher nur gesehen, da wird irgendwann mal eine Demonstration in der Stadt gemacht. Natürlich ist das zu einem Zeitpunkt, wo die Schüler eigentlich zum Teil noch in der Schule sein sollten und damit können sie natürlich auch provozieren und Aufmerksamkeit erregen, aber wir haben noch gar keine wirklich radikalen Ansätze gesehen, wie die 68er-Generation sie wahrscheinlich gefahren hätte. Von dem her stehen wir, glaube ich, erst ganz am Anfang dieser Bewegung. Okay, du sagst also, Wieso ist im Prinzip aus der Inspiration der Fridays for Future entstanden. Da können wir ja dann gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber Fridays for Future gibt es ja jetzt auch, ich glaube, sie hat letztes Jahr im August, also noch nicht mal ein Jahr mit Demonstrieren angefangen. Also ist jetzt auch noch keine ganz so alte Bewegung. Da muss ich jetzt mal ganz provokant fragen. Also ich meine, habt ihr Wissenschaftler vorher 20 Jahre lang die Klappe gehalten? Oder warum muss da eine 16-jährige Schwedin kommen, dass das Thema plötzlich irgendwie so politisches Momentum entwickelt? Also das finde ich schon krass. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich denke mal, also primär ist es so, dass die Wissenschaft natürlich in der Vergangenheit so agieren musste, dass sie sich neutral verhält, dass sie quasi Dinge einfach objektiv betrachtet und man sagt, diese Dissemination, also die Anwendung der Ergebnisse hin in die Gesellschaft, wenn es Umweltpolitik angeht, das wurde erst in den letzten Jahren eigentlich von diesen großen Projektverbünden gefordert. Zuvor war das so, dass die Wissenschaft ausschließlich wissenschaftliche Ergebnisse liefert, welche wiederum von anderen Gruppen aufgenommen werden mussten, um sie dann quasi in die Anwendung, in die Gesellschaft reinzutragen. Und das war die Aufgabe von anderen Bereichen. Da gab es quasi, man nennt es Stakeholder, also Entscheidungsträger, die zwischen der Politik, der Wissenschaft, den lokalen Behörden sitzen und die diese Dinge aufbereiten. Und die waren natürlich auch politisch sehr, ich sag's mal, unterwandert von parteipolitischen Interessen. Und deswegen war das nicht so einfach, politisches Umdenken durch wissenschaftliche Ergebnisse zu erreichen. Das Zweite war natürlich, da muss man einfach sagen, man braucht quasi in der Wissenschaftspolitik ein paar Personen, die ein entsprechendes Charisma besitzen, um einen Umbruch zu initiieren. Ich denke mal, wir haben da schon ein paar Personen gehabt in der Vergangenheit, Moeb Latif, auch Schellenhuber. Allerdings waren die für die Jugend noch nicht die Verkörperung einer Leitfigur. Und die kam mit Greta Thunberg einfach, ich will mal sagen, Greta Thunberg ist einfach am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort aufgetaucht. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass die Aufgabe eines Wissenschaftlers nicht unbedingt ist, die Anwendbarkeit seiner Ergebnisse in der Gesellschaft voranzutreiben, was ich durchaus auch verstehe. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, und das ist ja, sage ich mal, so die Diskussion, die wir in Social Media ja jetzt hoch und runter führen, auch bei dem Rezo-Video. Es ging ja immer um das Thema, was ist ein Fakt und stimmen die Fakten? Und wie ich das wahrnehme, auch bei Fridays for Future ist ja eines der Grundanliegen dieser Bewegung, also sind wir jetzt noch gar nicht bei den Maßnahmen, die man ergreifen müsste, sondern es geht ja ganz primär erstmal darum, anzuerkennen, dass wir eine Klimaerwärmung haben, dass wir ein Problem haben und dass das existiert und dass das real ist. Das heißt, da draußen laufen ja immer noch Unmengen von Menschen rum, die das aus irgendwelchen diversen Gründen leugnen, abstreiten, runterspielen, nicht wahrhaben wollen. Und da sind wir ja eigentlich auf der faktischen Ebene, weil ich frage dich jetzt als Klimaforscher mal ganz direkt, haben wir eine Klimaerwärmung? Ja, wir haben natürlich eine Klimaerwärmung. Ist die gefährlich? Die ist extrem gefährlich für die Menschheit. Bist du dir sicher? Ich bin mir 100% sicher. Sind sich die anderen Klimaforscher sicher? 99,9% aller Klimaforscher sind sich 100% sicher. Gut, dann würde ich mit meinem journalistischen Background das an dieser Stelle einfach mal als Fakt gelten lassen. Jetzt haben wir ja aber die Situation, dass dieser Fakt, wo wir uns gerade drauf geeinigt haben, dass es einer ist, von vielen nicht als solcher wahrgenommen wird. Und ist das dann nicht eigentlich eine zentrale Aufgabe von Wissenschaft für die eigenen Erkenntnisse, die halt keine Hypothesen mehr sind, sondern die erwiesen sind, die Fakten sind irgendwie gerade zu stehen? Weil das ist ja, solange ich nicht anerkenne, dass es tatsächlich passiert, wird ja wahrscheinlich keine besonders zielführende Diskussion über die nötigen Maßnahmen erfolgen, oder? Ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen. Es fand in der Vergangenheit eine Art der schleichenden Diskretisierung dieser Ergebnisse statt. Man musste es einfach so sehen, diese Ergebnisse waren so brutal in ihren Konsequenzen, dass so eine Dissonanz entsteht, also ein Nicht-Wahrhaben-Wollen oder
man ist sich des Problems bewusst, aber man handelt trotzdem quasi wieder besseren Wissens dagegen. Das ist eigentlich das, was passiert und das ist auch das, was man in der Politik gesehen hat. Jetzt hat natürlich die Politik diese Ergebnisse nie wirklich aufgenommen und auch breit in der Öffentlichkeit diskutiert, was eigentlich die Aufgabe der Politik wäre, nämlich die Menschen vorzubereiten auf das, was auf sie zukommt. Wir haben jetzt 2018 mal erlebt, wie denn ein Sommer in einem anderen Klimasystem aussehen könnte. Also ich sage könnte und ich sage auch deswegen, der Sommer 2018 ist jetzt nicht deswegen passiert, weil wir Klimawandel haben, sondern das ist ein Ereignis, welches in einer Wahrscheinlichkeit steht, dass in der Zukunft Dinge so aussehen werden oder könnten. Nur man muss sich das so sehen, wir werden hier in Deutschland plötzlich mediterrane Verhältnisse haben und die innerhalb von einer Generation oder spätestens zwei Generationen, aber der Klimawandel wird dann nicht weitergehen. Wir werden in fünf Generationen nordafrikanische Verhältnisse haben, wenn wir so weiter agieren und das wird quasi alles hier verändern. Jetzt muss man das natürlich so sehen, die Politik ist dieser Aufgabe nicht gerecht geworden, die Menschen vorzubereiten, weil sie das gar nicht möchte, weil sie andere Interessen vertritt, also Interessen einer sich propagierenden Wirtschaft, die quasi versucht, ihre Produkte zu verkaufen und bestehen zu bleiben. Also die Wirtschaft möchte quasi keine grundlegenden Veränderungen haben, weil die Herausforderungen, die daraus entstehen, denen möchte sich die Wirtschaft einfach nicht zum jetzigen Zeitpunkt stellen. Okay, aber apropos Politik, gab es ja dann, es war dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich schon diesen sehr, also das war für mich so ein Aha-Moment, als der Herr Lindner von der FDP dann in Reaktion auf die Fridays for Future Demonstrationen, glaube in irgendeinem Interview gesagt hat, hey Schüler, geht ihr mal bitte wieder in die Schule und ihr habt eh keine Ahnung, überlasst das Thema den Experten. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche gab es dann irgendwie über 10.000 Unterschriften einer Petition von deutschsprachigen Wissenschaftlern, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Klimawandel befassen, die gesagt haben, hey, hallo, wir sind die Experten und die Schüler haben recht und wir stellen uns hinter die. Das war eigentlich der Klarheit der Aussage, in der Schnelligkeit der Reaktion und auch in dem Ausmaß, also wo man dann plötzlich dachte, was krass, so viele deutschsprachige Klimaforscher gibt es, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also wo die Wissenschaftler ja das erste Mal in Summe, also in einer ja, nennenswerten Zahl einfach an die Öffentlichkeit gegangen sind und ein ganz klares Statement abgegeben haben. Also zum Thema Fakten und Politik meine ich. Also es waren am Schluss sogar 26.000 Wissenschaftler, es sind aber nicht nur Klimaforscher und es sind auch nicht nur Wissenschaftler, die in der Ökosystemforschung oder in diesem ganzen Umweltbereich sind, sondern es ist einfach die komplette Wissenschaft hat sich dahinter gestellt, weil natürlich ein paar Dinge passiert sind in der näheren Vergangenheit, die quasi die Wissenschaft so nicht mehr tragen kann. Zum einen war das Thema mit dem Feinstaub und den Umgang damit, auch mit unserem Verkehrsminister, der plötzlich lieber, sagen wir mal, eine Aussage eines Lungenarztes geglaubt hat, als der Forschungsarbeit seines eigenen Ministeriums beziehungsweise des Bundesforschungsministeriums, die diese Untersuchungen zur Luftqualität und der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit über 20 oder 30 Jahre hin schon untersucht hatten. Und da gab es quasi einfach 1000 Fakten. Und das wurde plötzlich populistisch von einem auf den anderen Tag komplett in Frage gestellt. Und das war eigentlich eher so der Kickstarter, wo die Wissenschaftler quasi plötzlich rebelliert haben gegen die Politik. Und das war eigentlich der größere Kickstarter. Es gab schon zuvor öfters Aktionen, in dem auch Unterschriften gesammelt wurden in einer Art Petition, dass sich Wissenschaftler für stärkere Maßnahmen bezüglich des Klimaschutzes einsetzen. Also da war diese Initiative nicht die einzige. Nur die Wissenschaftler haben natürlich viel stärkere Motivation jetzt hier in einem Umfeld sich zu organisieren. Man muss das natürlich so sehen, die Wissenschaft ist keine Disziplin von Menschen, die sehr stark jetzt organisiert sind. Also was solche Dinge angeht, sehr viele davon leben in ihrem Elfenbeinturm, ihrer Disziplin und haben natürlich auch gewisse Schwierigkeiten, hier Ergebnisse nach außen hin zu tragen, was aber auch nie gefordert wurde in der Vergangenheit. Das muss man einfach sehen. Also die Wissenschaft an sich von der Ausbildung her war nie dahingehend ausgerichtet. Das zweite System in der Wissenschaft ist natürlich das, dass das Finanzierungsschema, das wir hier haben, das nicht nur in Deutschland da ist, das fordert natürlich, dass die Wissenschaftler in einem sehr kurzen Zeithorizont ein Maximum an Ergebnissen produzieren und die auch am Schluss publizieren können. Und es bleibt im Grunde überhaupt keine Zeit übrig, um hier öffentlichkeitswirksam zu arbeiten. Das heißt, das Finanzierungsschema sieht das gar nicht vor. In der Vergangenheit war das zumindest so der Fall. Und die Institutionen, also so wie bei uns, meine Heimatuniversität, die baut jetzt erst so die Strukturen auf, um hier in der Öffentlichkeitsarbeit viel mehr Ergebnisse in die breite Masse zu transportieren. Na, im Grunde haben wir da ja auch schon das Spannungsfeld, also Social Media ermöglicht ja sowohl der Fridays for Future Bewegung als auch zum Beispiel dieser Petition, wo sich ja dann die Scientists for Future
draus gegründet haben, glaube ich. Also ich denke, das hat sich primär über Facebook und über Twitter halt extrem schnell verbreitet, weil über die Plattform halt man einfach sehr, sehr schnell alle relevanten Kontakte auch darauf aufmerksam machen kann. Gleichzeitig hat man ja, sag ich mal, so die dunkle Seite des Themas, also das ganze Thema Fehlinformationen, ganz, ganz viele Menschen und vielleicht sind es in Einzelfällen auch Bots oder auch nicht nur in Einzelfällen, die ganz gezielt Desinformationen zum Thema Klimawandel verbreiten oder auch sehr, ich sag mal, unangenehm geführte Diskussionen in sozialen Medien, also wo es halt direkt unter die Gürtellinie geht, was viele dann auch entmutigt, sich zu solchen Themen zu äußern und wo teilweise auch, ich sag mal, sehr professionell aufbereiteter Content unterwegs ist, also sowohl in Form von Videos auf YouTube als auch irgendwelche Bildchen und Texte auf Facebook, wo halt genau diese Fakten, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch gezielt im Sinne der Beeinflussung anderer negiert werden. Und das ist ja, glaube ich, so das Spannungsfeld, worüber jetzt auch gerade die ganze Zeit diskutiert wird. Darum ging es ja letztendlich auch bei dem Rezo-Video, dass natürlich dann viele Politiker gesagt haben, das stimmt ja alles gar nicht, was der da erzählt, weil das natürlich die einfachste Antwort war, anstatt sich mit dem auseinanderzusetzen, was er sagt, erstmal die Fakten angreifen und sagen, das ist ja eigentlich Quatsch, was der da sagt, das stimmt gar nicht. Also so aus deiner ganz persönlichen Perspektive, glaubst du, dass jetzt eher im Moment die positiven Seiten überwiegen, also dass man mobilisieren kann für Themen, die einem wichtig sind, oder die negativen Seiten, dass du halt eigentlich so eine Windmühlendiskussion führst, wo immer wieder jemand sagt, aber es gibt doch gar keinen Klimawandel, das stimmt doch alles gar nicht, das ist doch alles Quatsch, das stimmt gar nicht. Also ich denke, die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit haben einfach gezeigt, welches Potenzial in der Mobilisierung über die sozialen Netzwerke für solche Themen möglich sind. Und ich glaube, wir sind da auch jetzt erst am Anfang dessen. Es war natürlich in der Vergangenheit so, dass Leute, die quasi professionell in diesem Umfeld gearbeitet haben, im Klimawandel, Klimaschutz, die waren nicht so sehr präsent in den sozialen Netzwerken, während die Klimaleugner diese Medien natürlich exzessiv bereits vorher benutzt haben. Das heißt, wenn man einfach, gehen wir ein paar Jahre zurück, wenn man da einfach gesehen hat, was Klimaschutz angeht oder was an sich den Klimawandel angeht, dann hat man quasi fast eine Parität gehabt. Also zwischen Meldungen, die quasi das geleugnet haben, und das, die öffentliche Wahrnehmung war natürlich dann so, dass die Menschen gedacht haben, okay, das sind so viele Medien und so viele Meldungen da über die Unwahrheit eines Klimawandels, dass viele diesen Meinungen gegenüber empfänglich waren. Das hat sich natürlich jetzt gedreht, dass die Wissenschaft natürlich gesehen hat, dass auch die Wissenschaft selber mehr an die Öffentlichkeit gehen muss und dass natürlich auch aus dem breiten Feld der, ich sag mal, der Konsumenten dieser Meldungen mehr Feedback kommt. Das heißt, dass sich Menschen gewehrt haben gegen Falschmeldungen. Also das war ein Teil, den man beobachten konnte. Das heißt, die Wissenschaft und der Journalismus hat hier quasi mehr dazu beigetragen, hier, sagen wir, zu differenzieren, was seriöse Medien sind und was Medien sind, die einfach hier Klimaleugner-Theorien verbreiten möchten. Die Mobilmachung ist natürlich ein ganz großes Thema und vor allem die Durchdringung im Bereich der Jugend. Ich würde mal sagen, dass die Altersgruppen bis 25 oder 30 eigentlich ausschließlich über diese Medien sich informieren und der größte Teil davon natürlich sehr gut differenzieren kann, wo kommt dieser Content her und wie glaubwürdig ist dieser Content für die persönliche Zielgruppe. Also deswegen, ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass es eine Kampagne von Klimaleugnern heute noch schaffen würde, eine große Durchdringung in der Bevölkerung zu erreichen, indem man gezielt Falschmeldungen streut. Das heißt, du würdest sagen, dass das Rezo-Video, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, quasi jetzt nicht nur ein paar Politiker und ehemals große etablierte Volksparteien stark geärgert hat, sondern vor allem eigentlich dazu beigetragen hat, das Thema Klimawandel oder Klimakrise, wie man ja vielleicht doch besser sagen sollte, in der Generation 14 bis 25, kann man ja jetzt mal so definieren, unumstößlich zu etablieren. Also, dass das bei denen jetzt auf der Agenda ist und die wissen, dass das existiert und die das auch ernst nehmen. Also ich würde sagen, das hat natürlich quasi eingeschlagen wie eine Bombe am Ende. Das heißt, selbst die Teile der jungen Generation, die sich zuvor noch nicht so stark mit Fridays for Future und dieser Bewegung identifiziert haben, die konnten spätestens bei dieser Aktion mit diesem Video, haben sich die alle identifiziert damit. Und ich meine, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Wenn man Leute mobilisieren möchte, dann muss man sie mit diesem Thema identifizieren. Und das war natürlich schon sehr geschickt gemacht, dass der Klimawandel, die soziale Gerechtigkeit, dieses Thema Kompetenz der Politik zusammengepackt wurde mit einem anderen Thema noch in einem Bündel, welches ganz sicher alle Teile der Jugend anspricht. Und damit konnten sich die jungen Menschen identifizieren und es wurde so ein Gefühl generiert, dass die Politik in Anführungszeichen nicht nur ihre Ideale verrät, sondern auch ihre Zukunft verrät. Und das war schon sehr gut gemacht. Wobei ich jetzt heute sagen muss, also das sollte keine Kritik daran sein, sondern das
De facto ist das so, also ich stehe voll hinter diesem Video und es wurde extrem gut recherchiert. Also es gab eine Aussage von dem Präsidenten der Freien Universität Berlin, war das, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber eines Wissenschaftlers aus Berlin oder eines Universitätspräsidenten, der gesagt hat, das war mindestens so sauber recherchiert wie jede andere wissenschaftliche Arbeit in seiner eigenen Universität. Und von dem her gibt es da gar keinen Zweifel dran. Jeder, der jetzt quasi in der Politik anfängt, an diesem Video rum zu kommentieren und das vielleicht ein schlechtes Licht zu rücken, der ist da einfach unseriös. Ja, also ich hatte ja auch die Situation, zwei durchaus wütende 14-Jährige zu Hause vorzufinden, die gesagt haben, ey Mama, hast du dir das angeguckt? Das ist ja total krass, was die da sagen. Und wir haben ja vorher durchaus auch schon mal über das Thema Klimawandel uns unterhalten, wo ich dann auch sagen musste, ja, ich habe mir das angeguckt. Und also jetzt mal auf den Klimawandelteil bezogen, kam da jetzt nichts, was mir nicht vorher schon bekannt war. Also schön, dass ihr es jetzt auch wisst. Ich würde auch sagen, dass doch die Faktenlage recht solide war in dem Video. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, es geht ja nicht nur um die Zukunft unserer Kinder. Also wir sind ja alle in einem Alter, wo es doch auch um unsere Zukunft geht, weil die dort beschriebenen Folgen ja innerhalb der nächsten 10 Jahre anfangen einzutreten. Und ich denke, das werden wir alle doch auch noch recht live erleben. Also das an der Stelle vielleicht auch nochmal als Anmerkung. Was persönlich nutzt du denn an Medien oder sozialen Netzwerken, um solche Diskussionen zu verfolgen? Also die Fakten kriegst du wahrscheinlich doch ein bisschen direkter auf Arbeit. Aber also wo verfolgst du diese ganzen Debatten jetzt oder wo tauschst du dich vielleicht auch drüber aus oder wo machst du vielleicht auch mit? Also was sind da so die Netzwerke oder Medien, die du nutzt? Also bisher war das natürlich so, dass viele Fachzeitschriften, die über die Wissenschaft produziert haben, natürlich auch quasi Blogs hatten und dass sich gewisse Wissenschaftler dort über Themen ausgetauscht haben, dass große Netzwerke wie der Zusammenschluss der Geophysiker in Europa oder in den USA über ihre eigenen Community-Systeme Dinge gemacht haben. Allerdings war das natürlich ein Medium, was produziert wurde für die Wissenschaft oder für Menschen, die sehr nahe an der Wissenschaft stehen. Und die Erkenntnis kam natürlich letztes Jahr mit dem Keimen dieser ganzen Bewegungen, dass bei den Gesprächen mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten die Frage natürlich immer aufkam, ja, kommt man denn an alle diese Informationen, also wie kommt man als Bürger, als interessierter Bürger denn an alle diese Informationen heran? Und da kam natürlich die Erkenntnis, dass ich selbst eigentlich aktiv werden muss, um, ich will mal sagen, Themen aufzubereiten, sie ganz konkret, kurz darzustellen und zu der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich habe dann einen eigenen Kanal aufgebaut auf Facebook und auf LinkedIn, in dem ich quasi fast täglich zu gewissen Themen, die in den Medien diskutiert werden, ein Statement abgebe und die auch zu erklären und der, sagen wir mal, breiten Bevölkerung quasi hier diese ganzen Themen zugänglich zu machen. Neben deinen eigenen Kanälen, wer wären denn andere Experten oder Wissenschaftler, denen man da folgen kann im deutschsprachigen Raum oder welche anderen Quellen würdest du da dem interessierten Bürger ans Herz legen? Also ich meine, in Deutschland ist der medienwirksamste Wissenschaftler sicherlich Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der auf der einen Seite im Spektrum-Magazin, das ist eine Wissenschaftszeitung, einen eigenen Blog hat. Dort sind alle Themen zum Klimawandel sehr gut aufbereitet und werden diskutiert. Der hat auch quasi unter Facebook eine große Seite mit starker Reichweite. Bei ihm ist natürlich international vernetzt, also sehr viel wird natürlich auch in Englisch publiziert oder auch kommentiert Dinge auf Englisch, was nicht für jeden wirklich gleich immer zugänglich ist. Das ist eigentlich die Person, die in diesem Bereich für die Öffentlichkeit sicherlich eine der ersten Ansprechpartner ist. Ja, dann gibt es mehrere medienwirksame Menschen, die im Wissenschaftsbereich aktiv sind. Das ist zum einen Harald Lesch, das ist Ranga Yogeshwar, das ist aber auch Ralf Kaspers, der quasi für Kindersendungen macht. Das sind sicherlich Personen, die quasi extrem glaubwürdig sind und die Themen aufbereiten. Das heißt, der interessierte Nutzer, der ist durchaus in der Lage, Informationsquellen inzwischen zu finden, um sich zu informieren. Da möchte ich noch ergänzen, MyLab, ein sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal von einer jungen Chemikerin, die auch als Journalistin arbeitet und die hat zum Beispiel auch zu diesem Feinstaubthema damals, also vor einigen Monaten, als die besagten Lungenärzte da so ein bisschen quergeschossen haben, hat die auch so einen Faktencheck gemacht und hat sich jetzt zum Beispiel auch mit dem Rezo-Video beschäftigt und hat halt auch den Klimawandelteil nochmal geprüft und ist auch zu dem Schluss gekommen, das stimmt eigentlich alles, was der sagt, macht das auch auf eine sehr zugängliche und sogar unterhaltsame Art, aber eben auch wissenschaftlich anspruchsvoll, also da bin ich auch ein großer Fan von. Also ich denke, es gibt schon durchaus
durchaus auch im deutschsprachigen Bereich einige Quellen, die die Wissenschaft an sich erklären. Was ich mich jetzt aber gerade frage, diese Credibility, also das sind ja jetzt auch alles wieder Menschen, die, also bis auf den Herrn Rahmstorf, der ja tatsächlich Klimaforscher ist, sind das ja jetzt eher Wissenschaftsjournalisten, die die Themen erklären, was ja super wichtig ist. Aber wo bleibt die Stimme der Wissenschaftler? Also gibt es da jetzt irgendwelche Initiativen, dass ihr, also quasi von der Basis, also die ja wirklich mit diesen Themen arbeitet, sagt, es reicht uns. Also wir wollen jetzt halt auch gezielt gegen diese Desinformation, gegen diese Diskreditierung des Themas vorgehen und einfach unsere Ergebnisse, die ja existieren, die ja da sind, einfach selbst nach außen hin auch vertreten. Also in der Wissenschaft gibt es sicherlich das Problem, dass aus der Breite heraus der Wissenschaftler sich Persönlichkeiten herauskristallisieren müssen, die medienwirksam hier auftreten können. Der Herr Quaschning aus Berlin ist eine Persönlichkeit, die ich sehr schätze zum Beispiel, der einfach medienwirksam auch Dinge kommunizieren kann. Wissenschaftler selber haben natürlich immer den Anspruch als Professoren zum Beispiel, dass sie auch Vorlesungen mal halten können. Allerdings ist das natürlich nicht eine Grundeigenschaft eines jeden Wissenschaftlers. Das heißt, wir haben hier einfach das Problem, dass viele Wissenschaftler das zum einen nicht können und zum zweiten auch gar nicht wollen, weil, man muss es nochmal sehen, die sind gefangen in einem System, welches in der Vergangenheit so gefördert wurde, dass sie in ihrem Elfenbeinturm arbeiten. Das Schlimmste, was für einen Wissenschaftler PR-technisch passiert war, war, dass eines dieser Ergebnisse irgendwie so medienwirksam einschlägt, dass am Schluss irgendein Journalist da auftaucht und Fragen stellt. Und das war für viele meiner Kollegen schon unangenehm. Und das Schlimmste wäre ja dann, wenn ein Fernsehteam auftaucht und man plötzlich hier quasi Rede und Antwort stehen muss. Nicht, weil man das nicht kann, sondern weil es einfach eine völlig unangenehme Situation für viele nach wie vor darstellt. Jetzt muss man so sehen, das ist ja nur ein Teil. Die Frage jetzt hier ist ja einfach, welche Persönlichkeit würde denn jetzt das selbst intrinsisch machen, also von sich aus plötzlich diese Rolle einnehmen? Und hier sind die Wissenschaftler einfach, ich sage mal so, die große Masse heraus ist da nicht qualifiziert dafür und auch von ihrer Persönlichkeit halt nicht geeignet. Allerdings muss man natürlich so sehen, es sind ja mehrere tausend, daraus muss statistisch, müssen ein paar Leute herausragen und auch die bilden sich jetzt aus. Das Problem war natürlich, in der Vergangenheit haben diese Menschen überhaupt keine Stimme bekommen. Deshalb, selbst wenn wir in der Vergangenheit wir Persönlichkeiten haben, die zum Klimawandel sich geäußert haben, dann sind die in der Masse der Informationen einfach untergegangen, wenn Themen wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel einfach medial wichtiger sind als Wissenschaftsthemen, dann geht man unter. Das macht ein Wissenschaftler zwei, dreimal und danach war das Interesse halt weg, hier sich quasi für die Medien hinzustellen, würde ich mal sagen. Dieses Momentum, was wir jetzt erfahren haben mit Fridays for Future und allem, was danach kam und jetzt kommt, verändert das natürlich. Die Menschen sehen oder die Wissenschaftler sehen, dass natürlich auch andere Kommunikationswege wie YouTube als Beispiel für breite Kommunikation in die Öffentlichkeit durchaus auch ein Element sind. Ich meine, dieses YouTube-Thema ist natürlich in der Politik auch so gewesen, dass die gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil wahrscheinlich viele von diesen Politikern überhaupt keine, also die wissen sicherlich, was YouTube ist, aber die folgen niemand auf YouTube, die schauen sich gar keine Inhalte auf YouTube an, die folgen niemand, der irgendwie dazu irgendwas sagt. Das ist ein Medium, das war für die völlig unbekannt. Und es ist natürlich so, dass für viele junge Menschen, dass die Hauptinformationen Informationsthemen sind. Das heißt, hier hat man natürlich jetzt schon gemerkt, dass der Journalismus im Grunde es bisher noch nicht geschafft hat, hier einen Weg zu finden, auch Inhalte in diese junge Generation rein zu kommunizieren. Das zum einen, aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ich gehe nochmal irgendwie ein paar Sätze zurück, hast du ja gesagt, dass das ganze Wissenschaftssystem eigentlich gar nicht wirklich transparent war bislang und auch nicht unbedingt ein Interesse dran hatte, dann hat ja die Wissenschaft jetzt eigentlich das gleiche Problem wie das Politiksystem, nämlich dass die plötzlich feststellen, das hast du ja gerade gesagt, ups, wir haben ja plötzlich hier eine Öffentlichkeit, die über uns redet und das auch sehr detailliert und da kommen wir jetzt irgendwie gar nicht dran vorbei, die können wir auch nicht ignorieren, die sind da und die führen plötzlich eine Debatte auf einer ganz anderen Plattform, auf einem ganz anderen Medium und mit einer ganz anderen Reichweite, als das vorher jemals passiert ist. Und ich meine, dass das gleiche Problem oder vielleicht auch die gleiche Chance hat die Wissenschaft ja dann auch, dass plötzlich auf einer ganz anderen Ebene über eure Ergebnisse oder eure Arbeit gesprochen wird, was vorher einfach nicht existiert hat und von vielen, wie du gerade gesagt hast, auch nicht unbedingt erwünscht, weil sie sich damit überfordert fühlen. Also vielleicht aus anderen Beweggründen als in der Politik, aber im Ergebnis ja das Gleiche. Das heißt ja aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Interesse an dem Thema nicht gleich wieder weggeht, was unwahrscheinlich ist, weil das Thema ja irgendwie existiert, dann muss sich das Wissenschaftssystem ja auch ändern, was das angeht, oder? Ja und nein. Also
es ist natürlich so, dass die Wissenschaft hat immer objektiv die Ergebnisse publiziert. Allerdings sind es natürlich diese Systeme der Publikationen, das waren wissenschaftliche Arbeiten und Aufsätze in Journals, die sind dann wiederum von Kollegen blind geprüft, also da ist ein sehr hoher Qualitätsstandard da. Das ist aber natürlich so, dass diese Dinge für die Öffentlichkeit zwar zugänglich sind, aber so in Fachjournale versteckt werden letztlich, wo ich mal sagen muss, dass die normale Öffentlichkeit da keine Inhalte sucht und auch keine Inhalte findet. Aber nochmal kurz, um dazwischen zu haken, geheim war das ja bislang auch alles nicht. Also ihr macht ja keine Raketenforschung, wo die Ergebnisse wirklich irgendwo unter Hochsicherheit versteckt sind, sondern das, was ihr tut, ist ja im Zweifelsfall, wenn man sich die Mühe macht, alles öffentlich abrufbar. Richtig, es ist alles öffentlich abrufbar. Alle Universitätsbibliotheken stellen diese Inhalte zur Verfügung und auch die großen Landesbibliotheken stellen diese Inhalte zur Verfügung. Also jeder, das ist das, was ich sage, jeder Interessierte könnte in so eine Bibliothek gehen, sich einen Zugang, also eine Bibliotheksausweis holen und kann alle diese Publikationen einsehen. Das wäre problemlos möglich. Jetzt ist natürlich so, das eigentliche Thema kam jetzt dadurch, dass das in den Medien in den Fokus gerät, dass zwei Dinge passieren. Das eine ist diese Forderung an die Wissenschaft, dass sie selbst intrinsisch von sich aus anfängt, Ergebnisse und Statements zu publizieren. Das andere ist natürlich, dass quasi die Journalisten dieses Thema aufnehmen und aufbereiten und mit den Wissenschaftlern zusammen hier versuchen, Inhalte zu kommunizieren. Journalistische Arbeit gab es immer schon. Das heißt, es wurden immer schon Interviews geführt, es wurden immer schon Beiträge zu gewissen Themen. Vor allem, wenn sich's quasi, nehmen wir den Sommer 2018, nehmen wir Hochwasserkatastrophen, die wir an der Elbe hatten, die wir in Süddeutschland in den Alpen hatten, den ganzen Herbststürmen, die riesige Schäden verursacht haben. Zu all diesen Themen wurden dann auch immer umweltrelevant die Wissenschaft gefragt und die hatten damit für eine kurze Zeit ein Fenster, um Inhalte zu kommunizieren. Dieses Fenster hat sich aber eigentlich dann immer wieder geschlossen, sobald diese Themen im breiten Fokus der Öffentlichkeit verschwunden sind, weil, wie gesagt, bei Naturkatastrophen waren die da. Ansonsten war halt in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Thema nicht mehr groß. Und von sich aus haben es die Wissenschaftler nie geschafft, ein Medium zu generieren, in dem quasi eine derartige Kommunikation stattfinden kann. Man muss natürlich jetzt so sagen, das ist ein Fehler, den die Wissenschaft an sich begangen hat in der Vergangenheit, dass sie es nicht geschafft hat, hier so ein Medium zu generieren und zu etablieren. Das ist zum anderen natürlich in dieser ganzen Finanzierungslandschaft der Wissenschaft natürlich auch ein großes Problem, dass die Zuwendungsgeber, also diejenigen, die die Wissenschaft finanzieren, es halt auch nicht geschafft hat, das zu tun. Man muss aber natürlich so sehen, die Zuwendungsgeber, das sind natürlich zum einen die Bundesministerien und die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist sicherlich neutral, aber die Bundesministerien sind natürlich immer getrieben von der Bundesregierung, von den eigenen Interessen. Also hier ist natürlich so, dass auch hier eine politische Einflussnahme ganz sicher stattfindet. Das heißt, wir sehen das ja, wir sind eine, also die Wissenschaftslandschaft ist gesteuert, nicht mehr im Gießkannenprinzip, dass jeder quasi Geld kriegt für seine Disziplin, sondern es wird programmorientiert gearbeitet. Und wenn hier quasi in der Humangenetik irgendwie der Durchbruch passiert, dann werden die Mittel dahingehend verschoben. Oder wenn jetzt Klimawandel als besonders große Bedrohung der Menschheit festgestellt wird, dann werden halt Programme aufgesetzt und man kann hier Forschungsprojekte starten. Also man muss sich da um diese Mittel bewerben. Und in dieser Landschaft ist es natürlich oftmals so gewesen, dass es halt nicht gewünscht war, dass die Wissenschaft eine eigene Stimme hat, sondern dass diese Dinge alle diese Forschungsergebnisse werden in diesem Ministerium gesammelt und werden in den ganzen Landesbibliotheken am Schluss zur Verfügung gestellt. Aber die Zuwendungsgeber haben das nicht unbedingt forciert, dass die Wissenschaft hier eine eigene Stimme bekommt. Und man muss es so sehen, die Wissenschaftler sind natürlich alle eingebunden in einen Betrieb, der aufrechterhalten muss. Also ich meine, viele dieser meiner Kollegen, die arbeiten in einer 60-Stunden-Woche. Also das ist einfach ein Thema, das man sagen muss, in diesen Positionen, die die innehaben, da geht es gar nicht mehr anders. Da muss man ein entsprechendes Engagement haben. Und alle diese Öffentlichkeitsarbeit, das geht darüber hinaus. Das heißt, die stehen alle in einer extremen Konkurrenz zueinander um finanzielle Mittel, dass quasi dieser Bereich eigentlich der allerletzte ist, der angegangen wird. Es wäre ja schon fast ein Thema für das nächste RISO-Video, wie eigentlich die Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland funktioniert, weil das sind ja schon eigentlich,
Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen krass. Also ist ja auch schon irgendwie bekannt, dass die Arbeitsbedingungen da nicht die besten sind. Aber wenn es dann halt auch noch um Themen geht, die zufälligerweise gerade extrem wichtig und aktuell sind, muss man da vielleicht ja auch insgesamt mal ein bisschen umdenken. Aber andere Frage, wie unabhängig ist man denn als Wissenschaftler? Also wenn jetzt ein Herr Ramsdorf oder Herr Quaschning sich ja im Moment sehr stark engagieren und da auch ganz klar Position beziehen, dürfen die das oder kriegen die da Ärger? Ja, das sind alles Personen, die sind quasi, die haben eine Professur, die sind Verbeamtet, die dürfen sich dahingehend äußern. Also völlig unabhängig. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Ich glaube, ein Großteil der wissenschaftlichen Arbeit wird von Doktoranden und Postdocs gemacht. Also Postdocs sind Wissenschaftler nach der Doktorarbeit in den ersten Verträgen. Das sind alles Zeitverträge und damit beantwortet sich die Frage relativ schnell. Also jeder, der in einem Zeitvertrag sitzt und im absoluten Abhängigkeitsverhältnis für einen neuen Vertrag oder für eine neue Stelle oder vielleicht für eine Entfristung steht, der wird sich überhaupt nicht kritisch zu irgendwelchen Themen äußern. Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen so das Problem dabei, dass es einfach sehr, also sagen wir es mal so, die Professoren, die verbeamtet sind, die haben die Möglichkeit der Wissenschaft, der akademische Mittelbau hat diese Möglichkeiten weniger. Ich will mal sagen weniger, es ist natürlich, jeder wird jedem sagen, also die freie Meinungsäußerung wird gewährleistet, das ist sicherlich so, aber sich kritisch gegen gewisse Dinge zu äußern, ist manchmal nicht wirklich förderlich für die eigene Karriere in diesem Bereich. Das muss man klipp und klar sehen. Gut, das erklärt natürlich in der Summe so ein bisschen die Schweigsamkeit der Wissenschaft, die bislang in sozialen Medien und Debatten zu dem Thema vorgeherrscht hat. Also dann sind ja vielleicht so Sachen wie die Scientists for Future auch eine Chance, dass auch die Wissenschaftler, sag ich mal, da eine stärkere Stimme bekommen, weil es einfach ein bisschen eine Struktur, eine Organisation hat, wo man eben nicht ganz alleine dasteht und sagt, hier, eigentlich ist mir das Thema so wichtig, dass ich gerne was dazu sagen würde. Also ich nehme mal das Beispiel von Herrn Quaschning. Wenn man jetzt sieht, innerhalb von den letzten, ich sag mal so 6 Monate, wie oft er in den Medien jetzt präsent war und welche Arbeit da dahinter steckt und man das mal vergleicht zu seiner normalen Arbeit, die er ein Jahr oder 2 Jahre zuvor hatte in seinem wissenschaftlichen Alltag, dann würde ich mal sagen, dass seine wissenschaftliche Produktivität sich massiv reduziert hat. Das geht gar nicht anders. Also der wird sicherlich derart in den Medien nachgefragt werden, dass es quasi ein tagfüllendes Programm sein kann, hier Rede und Antwort zu stehen. Und das ist eigentlich das Problem. Also in der Wissenschaft hat man diese Zeit im Grunde bisher gar nicht gehabt. Das ist irgendwas, was natürlich jetzt dieses System ist im Umbruch, natürlich auch damit, weil gewisse Personen es einfach als extrem wichtig ersehen, hier Rede und Antwort zu stehen. Und es hat sich halt auch gezeigt, dass nur damit man auch quasi die breite Bevölkerung informieren kann und für dieses wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema, also dieses Zugänglichmachen dieser wissenschaftlichen Arbeit, das muss über Personen passieren, die halt charismatisch sind und die halt hier auch Rede und Antwort stehen. Also im Grunde eine Professionalisierung, wie sie ja vielleicht in der Politik auch nötig ist, wie die Ereignisse der letzten Wochen gezeigt haben, braucht man dann sozusagen auch in der Wissenschaft, damit man da auch mit der eigenen Stimme die eigenen Ergebnisse sozusagen auch oder die eigenen Themen entsprechend in den verschiedenen Online-Medien oder auch Offline-Medien besser zur Geltung bringen kann. Damit wären wir jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Sehr spannendes Thema. Ich glaube fast, wir können in einem Jahr da nochmal ein Follow-up machen und gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist und was aus dem ganzen Momentum und den Bewegungen auch geworden ist. Eine letzte Frage sozusagen als Zusammenfassung. All diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wirken sich ja schon relativ stark so auf deinen Arbeitsbereich aus. Wie fühlst du dich dabei? Also macht dir das Hoffnung oder macht dich das unruhig, weil es mehr Arbeit bedeutet? Also was ist so dein Fazit daraus sozusagen? Also das Fazit in der Vergangenheit war natürlich so, dass es in vielen Bereichen sehr enttäuschend war. Ich habe in der Luftchemie früher gearbeitet und dieses Thema Luftchemie war lange Zeit quasi eigentlich für die Wissenschaft abgeschlossen, bis plötzlich mit dem Dieselskandal alles wieder hochkam und man alle diese Ergebnisse in Frage gestellt hat. Da hat man sich natürlich als Wissenschaftler schon selbst in Frage gestellt, ob die Ergebnisse, die man über Jahre erzielt hat, ob die tatsächlich irgendwie auch aufgenommen werden und also umgesetzt werden. Das war in der Vergangenheit ein bisschen enttäuschend. Die ganze Klimaforschung war in der Vergangenheit natürlich auch dahingehend ernüchternd, dass man natürlich einfach gesehen hat, wo sind diese Pfade, wo die Systeme hier hingehen, wie sie sich entwickeln, wie sie in den Abgrund laufen. Vor allem, wenn man gewisse Auswirkungen gesehen hat, was Biodiversitätsverluste angeht etc., die alle nicht mehr umkehrbar sind.
das war schon ein bisschen deprimierend in der Vergangenheit. Also wir haben natürlich auch sehr viele Untersuchungen zu Auswirkungen dieses Klimawandels gemacht. Und es hat sich aber jetzt auch gezeigt, und für mich war der Kickstarter dieses Volksbegehren für diese Artenvielfalt, dass in der Bevölkerung eigentlich für viele dieser Themen ein sehr starker Rückhalt ist, um hier gegen die Politik zu agieren, also gegen diese Lobbyarbeit in der Politik, auch gegen plötzlich die eigenen Interessen. Ich habe das sehr viel erlebt hier in Bayern auch, dass es quasi Menschen gibt, wo die Familien sich quasi gegen die Interessen des Familienoberhaupts zum Beispiel in den Diskussionen sich gestellt haben, während hier politische Interessen gegen persönliche Interessen, also konkurriert haben, und dass die wirklich viele Menschen jetzt frei, ungebunden von diesen, ich sag mal, politischen Normen, wie sie sich früher geäußert haben, hier anders verhalten. Und das hat mir gezeigt, dass es durchaus eine neue Zeit anbrechen wird, in der quasi viele politische Entscheidungen aus einem viel größeren gesellschaftlichen Rückhalt rausgetroffen werden. Ob das jetzt dann am Schluss so ist, dass wir viel mehr Volksabstimmungen haben werden, das wird sich zeigen, aber es wird quasi, es wird anders sein, als es in der Vergangenheit war, und es wird viel weniger, also die Gesellschaft wird solche Lobbyentscheidungen, wie sie jetzt zum Kohleausstieg stattfinden, nicht mehr mittragen, und es wird zu einem sozialen Ungehorsam kommen dazu, da bin ich mir ganz sicher. Und da haben natürlich die digitalen Medien einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, weil es eine Information- und Mobilmachung, also ein Potenzial für diese Mobilmachung besteht, die wir bisher nicht gekannt haben. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Edwin, und vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke auch.